willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt. Wir haben in der letzten Folge das erste Mal Gwyndt gewonnen. Unfassbar. Ich glaub's ja fast gar nicht. Ich glaub's ja immer noch nicht. Genau, jetzt müssen wir noch jemand besiegen und eine einzigartige Karte abnehmen. Ich überlege mir echt, ob ich das mal versuchen soll. Das hat mich jetzt ein bisschen gepackt, ob ich das nochmal schaffe oder nicht. Was ist denn da mal los? Weil das ist schon, ja. Na, ich freue mich, ich hab's geschafft. Sonst war ich immer abgelöst. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Mitbekommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob meine Karten jetzt so gespeichert sind. Aber müsste eigentlich schon. Oder? So, meine Jute. Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Willkommen zurück. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Ich wüsste gern, ob du Gwyndt spielst. Sicher, natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Okay, ich glaube. Ah ne, ein Vesemir müssen wir jetzt nur mitnehmen, gell? Aha, schau. Kann ich alle mitnehmen? Okay. Ich tausche und zwar. Nehmen wir einmal Demek, ja. Also, aber ja. So. Ach, jetzt haben wir findet. Naja, okay. Aufgeregt. Jetzt könnte ich natürlich. Ah, nee, kann ich nicht. Ich kann nur. Ah. Ich verstehe. Soll ich passen? Ich glaube, ich bin mir zu unsicher. Uah. So eine große raushauen.
Nee, ich passe jetzt mal. Ich glaube, da verliere ich jetzt, weil gegen die... Das habe ich so ein Gefühl. Aber mal schauen. Gegner passt. Scheiße, ich habe nur so große. Mistigak, Mistigak. Okay. Jo, jetzt entscheidet sich's, würde ich sagen. Da könnte ich doch jetzt den Kleinen mal da drauf machen. Das hat's doch rentiert. Oh. Ach scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Jetzt haut dir alles raus. Kacke. Genau, strömenden Regen habe ich genauso. Das heißt, der hat immer noch seine blöde Zehen da oben. Völlig für die Katze jetzt. Das verliere ich. Oder? Ja. Ha. Aber trotzdem, scheiße. Alles Ohrensa. Das kann ich. Bringt das jetzt noch was? Oh, gutes Wetter. Yay! Cool. Ach, sag bloß. Hat sie nichts mehr. Ich hab gewonnen. Okay, jetzt auch passen. Yeah! Ich hab gewonnen. Yeah! Jetzt muss ich mal eigentlich einen Screenshot dann irgendwann machen, weil das ist, das ist ja da. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Yeah! Hm, diese Karte gehört wohl dir. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Wie geil ist das denn? Ich hab wieder gewonnen! Huhu! Besiege Dijkstra! Oh. Heute darf... Müssen wir in die andere Richtung. Na, na, heute? Ja, was jetzt? Ich Hallo? Bin ohnmächtig. Es dreht sich alles. Jetzt. Sollen wir jetzt Dijkstra auch noch besiegen? Machen wir voll die Gwind-Folge. Können wir eigentlich mal machen, eine Gwind-Folge. Der ist wahrscheinlich hier unten drin wieder. Aber ich glaube, der hat echt gute Karten. Kann ich mir vorstellen. Hallo, Sigi. Dijkstra. Hab ich? Sigi. Was willst du? Die wilde Jagd. Hilfst du mir dann auch noch, wenn ich dich abzocke?
Schon mal Gwint gespielt? Aber ja, Gwint ist wie Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Ja, spielen wir. Na, jetzt habe ich ja noch alle. Den habe ich jetzt weg. Habe ich jetzt richtig geklickt? Oh nein! Ha. Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. Okay, erste Runde gewonnen. Regen war, glaube ich, hier oben, gell? Hallo? Jo. Nee, jetzt kommt der Regen. Falsche. Wobei, ich glaube jetzt mal, ich passe jetzt mal. Hättest du 5 Karten, ich habe 7 Karten. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich eigentlich 7 relativ gute Karten habe. Außer der haut halt einen Zehner nach dem anderen raus. Aber schauen wir mal. Oh no. Hui. Bin gespannt, was der jetzt noch. So, die letzte hoffe ich. Das wäre geil jetzt. Gegner passt. Hat's geschnackelt im Kopf. Sehr gut. Nicht übel. Estera Thyssen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte.
Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung der Scoia'tael. Okay. Ladies. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Ich glaube, eine Runde Quint mache ich jetzt noch. Ich hoffe, ich es wäre geil, wenn ich die jetzt auch noch gewinne. Habe ich voll die Gewinn-Quint-Folge. Quint-Gewinn-Folge. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen latschen. Schon das leere Schiff im Hafen gesehen? Keiner weiß es jetzt. Weißt du, weiß nicht, ob das so interessant ist für euch, die ganze Zeit mir beim Kartenspielen zuzuschauen. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Aber ich denke, ist auch mal ganz interessant. Also für mich ist es jetzt im Moment spannend, klar, weil ich spiele es auch. Schöne Abendstimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist echt hübsch. Dann müssen wir jetzt ein Mitglied des Scoia'tael besiegen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Sixtra so relativ gut besiegen kann. Vielleicht finden wir ja dann auch noch einen nicht erkundeten Ort oder so. Das ist ja auch bestimmt gar nicht so schlecht. Ja, aber Wolfies müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Okay, gut. Machen wir das nicht dabei mit. Also eine Folge ganz ohne Kampf, weiß ich auch nicht. Wäre schon komisch, oder? Vertrag auf unser Leben abgeschlossen hast, musst du nur... Sei gegrüßt, Gwynblade. Willst du was kaufen? Ist es der, den ich mal... den ich sehen... den ich da... Spielst du Gwynt? Hast du denn sonst niemanden zum Spielen? Ich spiele immer gern gegen neue Leute. Na gut. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich spiele gegen dich. Und setze sogar eine meiner einzigartigen Karten. Ja, wunderbar. Nimm schon mal die Karten raus. Oh, geil. Okay. Das macht nichts, weil das ist eh nur Orner. Der Besenir, warum setzt dann Besenir? Ich wieder. Das hat alles Taktik. Boah, krass, eine 15er-Karte. Du spinnt der Peppe.
Jetzt müsste ich so viel rauslegen, um... Echt ein bisschen Blödsinn, aber gut. Schauen wir mal. Könnte knapp werden. Das war's. Da habe ich jetzt wohl verloren, wa? Aber voll Gas verloren. Weil die bringt mir jetzt ja nichts mehr. Okay, ich habe verloren. Man kann nicht immer gewinnen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe nicht nur endlich einen Gegner gefunden, sondern ihn auch noch geschlagen. Ein schöner Tag. Das freut mich, das freut mich. Und dann würde ich sagen, vielleicht machen wir in der nächsten Folge nochmal, fangen wir nochmal an mit einer Gwint-Aktion mit dem herrnigen Kaufmann. Und dann machen wir mal wieder was anderes weiter. Bis dann, ciao.